Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Minecraft Varo. Ja, heute bin ich mal alleine. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum bin ich denn alleine? Ich kann gerade einfach wieder mal nicht reden. Ich bin heute einfach alleine. Liegt einfach ganz und einfach daran. Sarah musste gerade off und wir haben es leider nicht geschafft jetzt komplett. Also wir haben es jetzt nicht geschafft aufzunehmen. Ich kann gerade überhaupt nicht reden. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Und zwar gehen mir gerade ein paar Sachen richtig auf den Sack. Egal, wir wollen jetzt auf jeden Fall Diamanten farmen. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen am Ragen bin, so ganz leicht. Mich hat gerade WhatsApp enorm aufgeregt. Ich kann keine Audios senden. Ich kann, was weiß ich, es geht gar nichts mehr gerade im Internet. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Und ich passe ja eh auf. Ich habe aber gerade keine Sounds. Das ist enorm schlecht. Nein, ich habe gerade keine Sounds, Leute. Was ist denn das? So, jetzt aber. Jetzt habe ich Sounds, genau. Da waren gerade meine Sounds weg und das ist natürlich schlecht. Wenn da irgendwo Lava ist oder so und ich das dann nicht höre oder so, ist das natürlich schlecht für mich. Genau, ich wollte mir jetzt Fackeln craften. Ja, ist jetzt natürlich blöd, weil Sarah nicht auf dem Server ist. Ich muss jetzt alles alleine machen. Genau, ich habe mir jetzt einfach gedacht, ja komm, gehe ich mal alleine auf den Server. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Sie hat halt leider nicht immer Zeit und wir schaffen es leider nicht immer aufzunehmen und sowas. Deswegen denke ich mir jetzt so, wir haben ja eigentlich abgemacht, wir gehen nur zu zweit auf den Server. Aber es gibt halt immer so Momente, wo einer nicht kann und so. Und das, ja, ich meine, es kommt ja schließlich nur mehr auf mich drauf an. Ich brauche Diamantbrustpanzer und Diamantschwert. Und ich meine, das kann ich auch alleine erfarmen. Das Finale ist schon bald und deswegen, ich mache mir große Sorgen, weil wir einfach nicht gut sind. Also zumindest ich zurzeit, ja, Sarah hat einfach die Diamantrüstung jetzt, also Diamantbrustpanzer und Diamantschwert und ich habe halt gar nichts so, obwohl ich halt die ganzen Diamanten gefunden habe. Ich habe ihr das einfach gegeben, also ich habe ihr einfach die ganze Rüstung gegeben. Wenn ich mir so denke, ja komm, ich bin eigentlich gut im PvP, aber die Rüstung ist trotzdem sehr, sehr entscheidend. Ja, ich habe kein Holz. Und ich darf jetzt auch nicht viel laufen, weil sonst... Ich habe nicht viel Essen und ich will jetzt nicht sterben, Leute. Es ist alleine natürlich schwierig. Ich habe die Musik an. Man hört sogar die Minecraft-Musik, krass. Also Gold kann ich schon mal schmelzen. Ich brauche aber jetzt eigentlich was zu essen. Das wird jetzt aber natürlich schwierig. Ich habe jetzt Angst, weil ich habe nicht mehr viel Essen. Dass ich jetzt einmal zu wenig habe, Leute. Ich will nicht am Limit sein. Ich bin die ganze Zeit so hart am Limit und überlebe die ganze Zeit so, aber irgendwann... Oh mein Gott. Wird zum Moment kommen, wenn ich einfach low werde und dann... Nee, das Spinnending, da will ich jetzt auch nicht essen. Das ist auch nicht gut. Hier ist noch eine Werkbank. Also eigentlich ist es jetzt... zu riskant, sag ich mal, oder ein großes Risiko jetzt eigentlich weiter zu farmen. Ich würde es gern farmen, aber ich habe nichts zu essen, Leute, ihr seht das. Und doch, ich könnte mir Brot machen, tatsächlich. Wo ist die Werkbank? Ach, die liegt hier. Ich könnte mir Brot machen mit dem Weizen, was ich mitgenommen habe. Das könnte jetzt noch die letzte Rettung sein für mich. Das sollte noch ausreichen für heute. Ich hoffe, es reicht aus. Ich werde jetzt nicht so viel laufen. Damit ich nicht viel Essen verliere. Oder eigentlich gar nichts verliere. Genau, damit ich halt in Ruhe farmen kann. Einen Bogen habe ich jetzt ja auch. Habe ich von einem Monster, glaube ich, bekommen. Genau, also wie sieht es jetzt zurzeit aus? Ja, verzaubern. Ich habe kein Holz. Ja, ich glaube, Sarah hat das ganze Holz. Ja, super. Ist natürlich super, wenn man alleine aufnimmt. Man hat natürlich gar nichts. Wo kriege ich jetzt Holz her? Kann ich mir keine Fackeln machen. Das ist natürlich jetzt auch geil. Ey, Varo ist bei uns ein totales Chaos zurzeit. Sorry, dass ich mich jetzt gerade so aufrege ein bisschen. Aber ich meine, es ist ein totales Chaos. Und kommt nicht wirklich immer vor, dass wir beide Zeit haben. Deswegen nehme ich gerade einfach alleine die Folge auf. Und mir geht das gerade echt ein bisschen auf den Sack, weil alleine ist halt irgendwie erstens langweiliger und zweitens...
Es ist einfach schlimmer, weil man einfach Angst hat zu sterben oder so und. Hier war ich schon. Oh Mann. Es ist irgendwie so eine unnütze Folge, finde ich irgendwie, weil ich einfach keine Sachen habe. Ich habe keine Fackeln. Soll ich jetzt einfach ohne Fackeln graben? Ist natürlich scheiße, weil ihr dann wenig seht. Oder ich mache hier die Fackeln weg, dann spawnen aber hier eigentlich Monster. Obwohl, das kann mir eigentlich auch egal sein. Hier ist noch Lapis, das hat keiner abgebaut. Okay, dann nehme ich das mal mit. Dann muss ich halt hier die Fackeln wegnehmen, ja. Ich meine, soll ich machen? Ich habe jetzt auch keine andere Wahl. Hier ist noch Redstone. Jetzt werden hier safe gleich Monster spawnen. Ich sehe das jetzt schon. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Fackeln zum Ausleuchten. So. Genau, jetzt werden wir ein bisschen minen. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen lange gebraucht habe. Aber was soll ich machen? Alleine ist natürlich schwieriger für mich. So, jetzt machen wir das Eisen rein. Obwohl, das Eisen brauche ich ja eigentlich nicht wirklich, ne? Gold. Ja, was soll ich sonst machen? Ich brate einfach mal oder ich schmelze das Eisen. Wieso braten? Was sage ich? Was laber ich da wieder für Scheiße? Na, es ist schon ein bisschen spät gerade, aber ich muss das Video trotzdem noch aufnehmen. Genau, sorry, dass ich jetzt wirklich alleine aufnehme. Das kommt jetzt nicht oft vor. Das ist heute nur mal eine Ausnahme. Hier ist ein Skelett sogar. Krass. Nicht, dass es auf einmal dann mich in die Lava reinschießt. Gut, ich versuche jetzt hier. Ich habe gestern schon hier was gefunden. Irgend so ein Lava-Dings. Genau, wir farmen jetzt ein paar Diamanten. Ich hoffe, wir finden was. Oder ich zumindest finde was. Wieso wir? Ja. Also ich hoffe, ich finde was. Wir sind ja heute leider nicht zu zweit. Ja, ich habe halt echt nicht so das beste Gefühl für uns in Varo. Auf jeden Fall kann ich mal kurz was zeigen. Ihr seht jetzt gerade schon. Wer jetzt noch alles lebt, ja, ihr werdet gleich euch erschrecken. Was? Okay. Also es sind schon einige tot. So viele leben nicht mehr, so das, da denke ich mir auch so. Da habe ich mich schon ein bisschen erschrocken, weil Dings ist auch tot jetzt. Wie heißt er denn nochmal? Call it LNS ist jetzt auch tot. Und DKNT ist schon etwas länger tot. Oh, Gold. Sehr schön. Für Goldäpfel auf jeden Fall. Schauen wir einfach mal, dass wir ja Goldäpfel. Boah, das ist ja viel Gold sogar. Hoffentlich sind ja noch irgendwo Diamanten. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, sorry, falls ich gerade ein bisschen komisch bin. Ich weiß nicht warum. Weiße Wolle brauche ich nicht. Gut. Ich hoffe, wir finden Diamanten. Ohne Höhle. Oh mein Gott. Hier war keiner bis jetzt. Nee, hier ist gar nichts. Das ist Redstone. Nee, schade. Hier sind keine Diamanten. Sorry, falls ihr gerade ein bisschen wenig seht. Es liegt einfach daran, YouTube macht das irgendwie noch dunkler, als es jetzt hier in der Höhle sowieso schon ist. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Oh, hier ist Lava. Oh. Das könnte. Lapis ist da hinten. Das könnte jetzt. Boah, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Alleine ist natürlich immer so ein Risiko, wenn ich will nicht sterben. Ich will nicht der Blöde sein. Ich will nicht Sarah alleine lassen. Das ist einfach das Dümmste. Wenn ihr gerade ein Monster von oben runterkommt, ich würde so ausrasten gerade. Ich glaube, hier kommt man ganz weit rauf. Irgendwie kann das sein. Boah, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh mein Gott. Ich will mich jetzt so der Mauer lang bauen. So neben der Lava. Und mal schauen, was hier ist. Hier ist noch Lapis.
Hier habe ich ein gutes Gefühl für Diamanten. Ich habe schon wieder kein Holz. Sorry, falls es gerade ein bisschen dunkel ist, falls man gerade gar nichts sieht. Hier ist Gold. Ja, hier ist Gold. Ich kann den Lava-Eimer nehmen. Man sieht ja schon mal, hier ist Gold. Also Gold habe ich jetzt genug eigentlich gefunden, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob Sarah noch Gold hat. Eisen brauche ich gar nicht mitnehmen irgendwie. Da haben wir eh zu viel von. Oh, so viel Hunger. Ja, ich habe schon ein bisschen Hunger hier gerade in Minecraft. Das ist gerade echt ein bisschen. Boah, hier unten ist auch noch Lava. Ey, das ist echt krass. Wie viel man hier einfach aufpassen muss. Das ist einfach. Jeder Schritt ist so ein Risiko irgendwie. Vor allem, wenn es hier dunkel ist, wenn hier irgendwie Monster spawnen oder so. Stellt euch mal vor, ich sterbe jetzt durch Essen oder so. Das wäre so peinlich einfach. Und so unnötig irgendwie, was man alles verhindern könnte. Gut, hier war ich ja schon. Hier ist gar nichts. Ich kann eigentlich die Lava nehmen. Dann kann ich ein bisschen Licht machen, so für euch. So, hier ist eigentlich gar nichts. Auf der Seite hier vorbei. Ja, okay. Ich habe noch eine Spitzhacke. Gut, dann suchen wir jetzt einfach weiter. Wo war ich denn eigentlich? Hier, genau. Grabe ich einfach hier rein. Ja, immer dieses Nein, dieses Rumgeschreie da. Oh. Ach, da bin ich ja gerade schon gewesen. Ja, ich traue mich aber nicht hier rüber. Das ist so krass gefährlich einfach. Gerade mal in die andere Richtung. Vielleicht sind hier irgendwo Diamanten. Ich hoffe es einfach, dass wir heute Diamanten finden. Das wäre blöd, wenn nicht, weil dann wird sich Sarah auch so denken, Fabian, was hast du überhaupt geschafft in der einen Folge, wo du eh alleine warst? Ja, richtig, gar nichts, ne? Oh, Redstone. Bringt mir jetzt eigentlich echt nicht viel. Aber Redstone ist halt immer so ein Zeichen für Diamanten. Es könnten Diamanten in der Nähe sein, so. Könnten sein, ne? Müssen nicht. Ne, hier ist gar nichts, also hier ist gar nichts mehr. Hier ist Gold. Auch nochmal Gold. Wir finden einfach nur Gold irgendwie. Oder ich zumindest gerade. Ist ja noch irgendwo Gold? Oder waren das gerade nur zwei? Ja, es waren glaube ich nur zwei gerade. Ja, was soll man machen? Mehr geht nicht, ne? Also Gold habe ich jetzt hier gerade 18 Stück schon gefunden. Wir schaffen locker ein Stack Gold, aber das bringt uns halt jetzt. Ja, für Goldäpfel natürlich, aber. Was soll ich sonst machen? Hier ist gar nichts, ne? Nee. Ich mache Varo natürlich auch Uncut, ne? Habt ihr ja gemerkt. Ich schneide da eigentlich nicht wirklich was raus. Einfach Varo ist einfach so ein Projekt, das ist eine Tradition und das macht man einfach Uncut, finde ich halt. Ja, Sarah schneidet halt ein bisschen was, finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, ne? Solange man nicht alles rausschneidet oder nur ein bisschen was rausschneidet, ist ja noch in Ordnung. Aber ich mache das halt komplett Uncut einfach. Also wenn ihr lieber die Uncut-Version sehen wollt, dann guckt bei mir. Und wenn ihr lieber die geschnittene Version haben wollt oder einfach bei Sarah generell anschauen wollt, wie sie spielt, so in ihrer Sicht halt eben, dann guckt gerne bei ihr vorbei. Hier ist gerade gar nichts irgendwie. Also ich habe einfach nur Pech gerade. Einfach keine Diamanten. Hier ist wieder Gold. Hier ist auch wieder eine Goldquelle. Boah, das ist aber viel. Ich glaube, das sind gerade. Wow. Ich hatte gerade 17 Gold, jetzt habe ich 27. Das waren 10 Gold auf einen Fleck. Das ist sehr viel sogar, Leute. Krass. Ich sag immer eigentlich so oft, Leute, keine Ahnung, ist so eine Angewohnheit. Hat auch schon mal jemand gesagt. Jetzt ist hier Erde, Alter. Erde ist so übelst abfuck irgendwie. Ich mache mir jetzt auch keine Schaufel dafür oder so. Nee.
Stell vor, jetzt im letzten Moment noch Diamanten finden, bitte. Das wäre jetzt gerade richtig schön. Hier ist Eisen. Immer nur das, was man nicht braucht, ne? Ja, Gold brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so viel, aber schöner ist es, wenn ich einfach irgendwas finde. Wenigstens Gold. Ja, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Ich kann jetzt eigentlich schon aufhören zu graben. Ja. Gut, Leute, die Folge ist zu Ende. Dann würde ich auch schon sagen, danke, dass ihr die Folge hier an bis zu dem Zeitpunkt angeschaut habt. Und ja, sorry, war vielleicht ein bisschen langweilig und ein bisschen komisch, die Folge. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, Sarah ist morgen wieder am Start und wieder mit in der Folge natürlich. Und ja, das war jetzt heute mal nur eine Ausnahme, dass ich mal alleine war. Kommt nicht wieder vor, Leute, sage ich euch schon gleich. Ja, wir haben bald das Finale erreicht und ich denke mir so, sie hat gerade keine Zeit, dann muss ich halt alleine spielen. Es hilft nichts. Wir stehen sonst auf jeden Fall schlecht da und das will ich auf jeden Fall nicht. Dann würde ich auch schon sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video und tschüss.